Hallo, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, und willkommen zurück zu Let's Play Serious Sam 3. Ja, jetzt machen wir weiter. Gute Frage ist jetzt natürlich, wo sind wir denn? Wo sind wir jetzt denn, bitte schon hier? Aber Hauptsache, wir haben hier auf jeden Fall einen guten Vorrat an Medizin und Munition. Das ist schon mal gut. Da kommen schon die Gegner. Wieder mal diese Weltraumaffen. Come on, you ugly freaks. Sehr schön. So funktioniert es auch am besten. Einfach abwarten, bis sie auf euch zuspringen. Dann einfach eine C4 an die ankleben und dann zack. Und schon ist das Problem geregelt. Okay, das waren alle. Was gibt es hier so? Müssen wir hier vielleicht hinter eine Tür finden oder irgendeinen Schalter aktivieren? Okay, da hat sich was geöffnet. Der kam gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ich sollte Weltraum machen. Okay, da sind noch andere Gegner. Ich komme schon. Ihr wartet ja schon gemütlich auf mich, was? Okay, das haben wir jetzt auch geregelt. Und ich höre da schon wieder Feinde. Okay. Oh Gott. Schaut euch nur an, wie viele davon denen sind. Oh. Da ist ein ganzer Raum voller von diesen Kakerlaken. Verdammt.
einfach weiterlaufen. Noch 15% Energie. Donnerwetter, also das war schon richtig heftig. Waren das gerade die Gnas oder wieder mal diese Kakerlaken? Verdammt. Oh, Geheimnis. Okay. Gut zu wissen, dass hier auch Fallen sind. Das ist auch ein Schalter. HQ, do you read me? This is HQ. Sam? Is that you? You're alive? Hellfire? What's going on over there? Sneak attack. They came out of nowhere. We can't hold out long. Fuck you! They're coming out of the goddamn walls! Quinn's dead! Charlie's team is out of commission! It's last stand time! Find a safe place and hole up. If anyone survives, we'll find you. Shit! Hellfire! Hellfire! Over? Oh, it's not over until I teabag every last one of you alien motherfuckers. Huh?
He tries to moon me, I'll shoot his ass off and hang it on my wall. See you in 3000 BC, bitch. I'm heading for the time lock. Benutze definierte Mission. Betrete das Time Lock. Ach du meine Güte. Ja, es scheint so, dass wir jetzt der letzte Mensch auf dem Planeten Erde sind. Alle anderen wurden jetzt von der Armee, von Mantles Armee komplett getötet. Serious Sam ist jetzt der letzte Mensch auf dem Planeten. Er ist jetzt die letzte Hoffnung der Menschheit. Die letzte Hoffnung, um diesen Krieg zu überleben. Die letzte Hoffnung, alles wieder gut zu machen. Wenn er fällt, wenn er stirbt, dann hat die Menschheit versagt und ist komplett verloren. Und das dürfen wir nicht zulassen. Mantle will Planet Erde haben. Da soll er lieber am besten erstmal an Serious Sam vorbeikommen. Diese Drecksäcke werden unseren Planeten nicht haben. Wir knieten jeden um. Koste es, was es wolle.
diese Penner denken, die haben gewonnen, nur weil Sam jetzt der letzte Mensch ist. Da ehren die sich. Es war ein großer Fehler, euch mit der Menschheit anzulegen. Verdammte Kakerlaken. Verdammte Kakerlaken. Ab jetzt zählt es nur eins, keine Gnade. Einfach alle zertrümmern. Einfach alle zertrümmern. Keiner von denen darf am Leben sein.
Diese Knochen, die haben immer noch nicht genug, was? Kein Problem. Immer der Reihe nach, Jungs. Immer der Reihe nach. Jeder bekommt von mir hier eine Portion Blei. Verdammte Drecksbiester. Okay, das sieht interessant aus. Ein neues Real.
Danke, das Auto. Gute Frage ist jetzt natürlich, wo ist das Auto hier, bitteschön? Hier stehen ja natürlich sehr viele Autos, aber die sind alle Schrott. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal einen finden. Warum bin ich nicht überrascht, dass ich das nur einmal tragen kann? Aber wenn hier mehrere Benzinkanister stehen, das heißt, ich muss dann das Auto wahrscheinlich mehrmals hier beladen. Wollen wir wetten, dass ich hier alle Benzinkanister dann suchen muss, damit ich das Auto dann komplett beladen kann? Gibt es bestimmt hier 20, 30 Stück oder so? Okay, 30 vielleicht nicht, aber ich wette so auf 20 oder vielleicht 25. Oh, der war nice. Ja, ihr Fettsäcke müsst auch jetzt mal dran glauben. Mums sind Schlappschwänze. So kann man sagen. Wo ist jetzt bitte schon das Auto hier? Oder bin ich hier komplett falsch? Ah, da ist es schon. Wheels, that should come in handy. Glug, glug, motherfucker. Damn, looks like I'm gonna need some more. Okay, ich brauche 8 Stück. Und da ich jetzt die erste habe, das heißt, ich brauche jetzt noch 7. Okay, 8 Stück klingt auf jeden Fall fair. Weil ich dachte schon, ich muss da 20 aufsammeln oder so. Ja, aber ich habe da schon im Verlauf schon einige weitere da gesehen. Hier ist zum Beispiel noch eine. Ich bin überrascht, dass es hier noch Benzinkanister gibt.
dachte schon, die werden dann alle aufgebraucht. Aber wir haben Glück. Die Hälfte haben wir schon mal. Wir kommen auf jeden Fall richtig ganz gut voran. Ich habe auch übrigens gemerkt, jedes Mal, wenn wir einen neuen Benzinkanister aufnehmen, kommen da neue Gegner und neue Wellen an. Aber das macht nichts. Ich mache die hier alle fertig. Jetzt muss ich noch die vier restlichen finden und dann habe ich es so gut wie geschafft.
few more. Das ist eine sehr gute Farbe, die da auf der Wand gemalt wurde. Wer zum Teufel ist Alice? Wer ist überhaupt Alice? Kommt sie überhaupt in diesem Spiel überhaupt vor? Oder wird damit Alice aus den Resident Evil Filmen von Paul Anderson gemeint? Steckt er etwa da fest? Oh. Tschüss. That's good, but not quite enough. 2. Wir kommen auf jeden Fall der Sache näher. One more fill up should do it.
Geschafft. Detroit Steel, baby. Halleluja. Gut, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ja, aber da erwartet uns noch eine weitere Mission. Der Wächter der Zeit. Aber was da passieren wird, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, das erfahren wir im nächsten Part bei Let's Play Serious Sam 3. Also schaltet auf jeden Fall ein. Es wird weitergehen.